Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Let's Play Folge U-Boot. Ich habe immer noch die Version 119 drauf. Leider. ja, die 120 geht ja immer noch nicht. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die Entwickler da nichts machen werden erstmal. Also die werden schon was machen, aber die werden wohl sich im Moment auf die Version 121 sich wohl konzentrieren und werden wohl gleichzeitig den Bug wahrscheinlich in 121 gefixt haben dann bis dahin. Das ist jetzt einfach nur mal meine Vermutung, weil es ist ja jetzt auch schon wieder eine gute Woche jetzt her. Wenn nicht sogar etwas länger, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. So ungefähr, ich glaube, den letzten Livestream hatte ich ja, glaube ich, vor circa einer Woche oder so. Oder eineinhalb Wochen. Ja. Ist natürlich schade. Aber man kann da nichts machen. Ich sehe gerade hier, war das Dach schon immer offen gewesen von den Wagen hier. Das sieht schon sehr geil aus, ne? Auch sehr gut, sehr gutes Modell gemacht. So, was fehlt ist der Mercedes-Stern. Aber das ist ja klar. Oh nee. Ah, ich doch nicht. Der Mercedes-Stern ist da. Okay. Ist aber wirklich verdammt gut gemacht, ne? Gut, hier die paar Ecken hier, ne? Aber ansonsten muss ich sagen, ist der wirklich verdammt, sehe ich jetzt erst, wie gut der, wie detailmäßig der wirklich gut gemacht ist. Ist mir so gar nicht sofort aufgefallen. Ist wahrscheinlich der einzige Gegenstand, der wirklich gut aussieht, abgesehen von U-Boot. Ist das wirklich verdammt gut gemacht, muss man sagen. Würde ich gern fahren. Schönes Auto auf jeden Fall. Ich dachte erst, da würde kein Mercedes-Stern dran sein. Aber das wundert mich, dass die Lizenz bekommen haben für das Fahrzeug. Deswegen haben sie es auch wahrscheinlich so gut aussehen lassen, weil Mercedes wahrscheinlich auch gesagt hat, hier, wenn er die Lizenz haben wollte, dann müsste er das Auto aber auch schön machen, so wie es im Original aussieht oder zumindest sehr ähnlich. Da ist ja Mercedes und manche andere Hersteller, Autohersteller sehr, sag ich mal, penibel. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Genau. Gut. Machen wir mal jetzt hier. Da dachte ich mir auf jeden Fall, ich mach mal eine Let's Play-Reihe mal weiter. Also mehr oder weniger weiter. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es wird vielleicht jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht so viel geben. Vielleicht mal 1, 2 Folgen pro Woche. Mal sehen. Und oh, meine Katze ist gerade hier und macht sich gerade so fett hier. Ach komm, Katze, das geht nicht. Da ist meine Maus. So. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, genau. Ich mache halt so ungefähr pro Woche wirklich so allerhöchstens 2 Videos. Vielleicht auch mal 1. Wie schon gesagt, dass man kann halt nicht mehr allzu viel zeigen. Auch wenn manche Leute gern trotzdem das Video angucken wollen. Ja, aber was brauchst du, Herr Kaloy? Es ist halt schwierig halt. Schau mal. Also sagen wir es mal so, also jede Woche kommt mindestens ein Video schon noch raus. Das werde ich schon noch machen. Ab und zu mal wird es auch mal 2 Videos geben oder vielleicht auch mal 3. Wenn was Neues vor allen Dingen kommt, dann wird es auch mal mehr werden. Aber am Freitag, diesen Freitag am 7.6. habe ich um 20 Uhr habe ich halt einen Livestream geplant. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid.
Ich hoffe, dass vielleicht noch an Donnerstag, weil meistens kommt ja Donnerstag, Freitag oder Mittwoch, Freitag, nee, Mittwoch, Donnerstag meistens so die Tage, sind ja meistens die Tage, wo die Patch rauskommen. Und ja, mal sehen, ne? Was dabei rumkommt. Was haben wir denn jetzt hier? 40, 40, okay. Hätte ich eigentlich auch das hier nehmen können. Ne? Ah, komm, nehmen wir Obst. So. Munition. Tanken. Rein alle. Ich dachte mir, mache ich meiner Freude und mach mal wieder ein Video über U-Boot. Weil doch, sag ich mal, die Nachfrage sehr groß ist. Hätte ich nicht erwartet überhaupt, dass noch so viele Leute U-Boot gucken überhaupt. Können wir denn irgendwas freischalten? Weil es ist jetzt auch schon länger her. Also seit den letzten Livestream habe ich auch nicht mehr gespielt. Daher. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich letzte Woche gemacht habe alles. Ach, das kann ich freischalten. Den letzten. Den letzten, Funkmessbeobachtungsgerät 20.000. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Und hier haben wir das noch nicht. Ne, das haben wir. Die höchste Stufe von denen. Okay, die Toilette haben wir auch schon. Okay, gut, dann haben wir die jetzt auch. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie noch einen Effekt hat im Moment. Aber das kann ich ja mal die nächste Mal nachprüfen. Und sonst laufen jetzt Torpedo 3. Also T3. Die Torpedos, die laufen noch. Und Radar. Anti-Radar. Das dauert aber auch noch eine Weile. Es ist natürlich, jetzt muss ich mal Kapitän, nachgucken. Ich das hoffe, kann jetzt deine gibt neue es Crew einen sein. Lassen Sie Befehlshaber. mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Das wäre jetzt schön, wenn wir jetzt einen bekommen. Ne, das war ja klar gewesen, dass keiner existiert. Dann tun wir mal ein paar rekrutieren, einfach so. Dass wir ein bisschen Platz hier schaffen. Vielleicht kommt ja doch noch mal einer. Haben wir auch keine. Nee. Ha, schade. Denn natürlich könnte ich jetzt sagen, hier, der Köhler, der soll jetzt mal hier bleiben. Aber dann hätten wir halt einen weniger, ne? Das ist das Problem. Ein weniger ist schon, ja, nicht schön. Und dann auch noch ein Befehlshaber. Dann hätten wir nur noch einen Befehlshaber und das ist anstrengend. Haben wir denn einen Ansehpunkt? Ist das eine 1? Ich weiß es schon gar nicht. Ich glaube schon. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Ja, wir haben, glaube ich, einen Freier. Nehmen wir noch einen Spezialisten. Hat das überhaupt Sinn? Gerade einen zu nehmen. Ja, komm, nimm mal. Achso, wir haben überhaupt gar keinen Punkt. Okay, gut, dann halt eben nicht. Dann nehmen wir einen Dies Auftrag. Sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng BDU. Geheim. So.
Ach, die blöde Mission. Oh nee, die gefällt mir nicht so welche. Also die Mission stört mich noch nicht mal, aber von den letzten Livestream, den ich ja gemacht habe, hat mir einer geschrieben, dass die meisten Häfen irgendwie buggy sind. Und da will ich jetzt nicht unbedingt direkt da rein geraten in die Situation. Das sehe ich auch. Ah ne, das ist Bergen. Bei Bergen sollen wir uns melden. Ich weiß ja jetzt die Route, ich weiß ja, wo ich langfahren muss. So, wenn man es einmal weiß, dann ist es nicht mehr schwer, dahin zu fahren. Ich hoffe, mein Mikro ist nicht allzu laut oder zu leise. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Könnte ich natürlich nochmal speichern, nochmal neu laden und dann sind wieder neue Missionen drin. Weil das hier ist halt ist nicht schön. Da kriegt man sehr wenige Punkte. Sehr wenige Punkte. Wie spät haben wir es denn? Ah, schon zu spät. Na komm, nimm mal die hier. Nimm mal halt die niedrige. Dann kriegt man halt nur 5, nee, wie viel? 25%. Ja, müsste aber trotzdem reichen für ein Level ab. Also fürs Ansehlevel. Ja. Was macht eigentlich er hier? Hey, Ja, das zum Beispiel den wir Bug, sind schon der so ist lange immer auf noch auch See. da, Ich halte es nicht mehr aus. dass der nicht mehr manuell, also Jawohl, Herr Kaloy. automatisch die Torpedos Bewegung. füllt. Los, schneller. Das ist auch immer jedes Mal eine Katastrophe. Wo ich auch mal nachgucken könnte, ist mal. Ups. Hier oben drin. Brauche ich aber jemanden? Nehmen wir mal Herr Kaloy. Lager. Das ist aber oh, sehr mager. Wir sind schon so lange auf See. Wir Ich haben halte noch es einen nicht mehr Platz, haben aus. wir da frei. Rohr 2 geladen. Was ist mit denen? Mit der schönen Flak? Zu Befehl. Nein, 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 nein. Aufhören. Stopp. Könnt wieder aufhören? Wir sind schon so lange auf See. Ich Oh halte es ja, nicht hier mehr sollten aus. auch nochmal welche rein. Ja, gut, dann müssen wir es mal machen. Dann kommen wir nicht drum herum. Was brauchst du, Herr Kaloy? Dann kaufen wir nochmal schnell welche. Ja, Schau genau. mal. Munition. Nehmen wir erst davon welche. Was sind das für welche eigentlich? Ah, die Panzerbrecher. Wie viele nehmen wir denn davon? Alle nur. Ja. Also zumindest 40 passen ja. Kann man nur nehmen immer. Nimm mal die. Und sagen, Kapitän, hier packen wir wir da sind schon rein. so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Packen wir da rein. Genau, der hat ja drei Leute, die ihm Rohr 1 helfen. geladen. Weil er hier, der tut ja einmal das Ding hier betätigen und das hier. Und da sind drei Leute als Helfer sehr, sehr sinnvoll. Ich weiß gar nicht, gehört das eigentlich hier bei der Flak auch? Bin mir gar nicht so sicher. Also bei denen hier, bei den Geschützturm auf jeden Fall, da ist Maximum Diese Routine bringt mich um. an Helfer Das Gleiche. drei Leute. Es gibt halt nochmal Boni. Wieso läuft der Ventilator eigentlich? Das habe ich gar nicht bemerkt. Wieso Herr Kaloy. arbeitet der hier gerade? Rohr 3 geladen. Sieht Bestätigt. schon, ich bin ein bisschen draußen wieder aus der Sache. Diese Routine.
wenn man so viele verschiedene Spiele spielt, mal in der Woche mal das Spiel nicht spielt, dann ist man manchmal ganz schnell wieder aus der Sache draußen. Die haben immer noch die alten Klamotten an, ne? Naja, lasse ich jetzt erstmal so. Wer weiß, wie es mit dem nächsten Patch aussieht. Der hier ist immer noch verbuggt. Der schläft schon seit über einer Woche jetzt schon da. Die rauchen sich die Lunge kaputt. Ich glaube, keine Ahnung, bei dem müssten die Tumore schon aus dem Körper rausquellen. Diese Routine, so oft wie der schon da rauchen tut. Jeden Tag das der Gleiche. Steht noch nicht mal mehr richtig. Der hängt über der Stange. Auch nicht schlecht. Na gut, kann man halt nichts machen. Sind halt noch dies und jenes an Bugs halt. Ne? Rohr 4 geladen. Ist halt leider so. Was brauchst du, Herr Kaloy? Aber das Spiel hat ja noch etwas Zeit, bis es die Vollversion rauskommt. Daher sollen sich auf jeden Fall die Zeit nehmen. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis mal. Ja, bis sie hier die Munition gemacht haben. Oh Mann. Oder warte mal, wir machen es anders. Dass es ein bisschen zügiger geht. Tun wir nochmal das hier verkaufen. Nehmen erstmal Munition. 4000. Oh, ich glaube, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. So. Hä? Achso, jetzt habe ich. Ja. Wirklich. Muss ich hier 2000. Kann ich das auch hier reinschreiben? Nee, das geht leider nicht. Steht da jetzt? Ich sehe hier nichts mehr. Ja, so. Genau. Ja, passt so. 2999. So, dann können wir den einen drin sagen, er soll das schon mal einlagern. Bestätigt. Akzeptieren. Ja. So, dann machen wir es auch. In der Zeit kann ich mal nachgucken, haben die Jungen Level Up bekommen? Eigentlich nicht, ne? Das haben wir alles mein Livestream gemacht schon längst. Ja. Aber fehlt nicht mehr viel, noch zwei Level. Brauchen manche. Manche brauchen auch etwas mehr. Herr Kaloy. Der braucht noch drei. Herr Kaloy. Der hier immer noch. Kapitän. Der dann mit Sicherheit auch. Ja. Okay. Gut, dann lassen wir es mal vorlaufen. Ich würde sagen, mache ich mal hier einen Cut rein, weil das ist ja nur unnütze. Ja. Mache ich mal hier einen Cut rein. So, und da bin ich auch schon wieder da. Ich dachte mir, mache ich mal eine kleine Abkürzung. ja, wir müssen ja hier in den. Ah, shit. Jetzt haben wir uns wieder verloren. So, wir müssen hier patrouillieren und haben von Oberkommando von der BDU einen Auftrag bekommen, das Schiff hier zu jagen und zu versenken. Und das werden wir auch mal machen, wenn wir uns wiederfinden. Oh, wir haben freigeschaltet, sehr schön. Ganz kurz mal reinschauen. Ein Hauptquartier. Genau, T3. Auch wenn es die wahrscheinlich nur sehr selten gibt, wenn es mal welche geben sollte. So, und jetzt haben wir eigentlich Befehlshaber. Das machen wir schon. Befehlshaber. Und alles, ja, alles Befehlshaber. Gut, der Ingenieur, oder wer war das gewesen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, der Ingenieur hat nichts mehr zu tun, außer die eine Mission noch. Die Forschung.
Und das war's. Sonst, ne, da hat sich ja nichts geändert. Ein Patch oder so kam ja nicht raus. Gut. Dann hätten wir das soweit auch. Was war denn hier? Oh, wir sind schon im Prinzip in der Nähe. Zu Befehl! Das war schon richtig gewesen. Ich muss jetzt nach oben fahren. Und wir sollten auf jeden Fall mal Kurs setzen. Da oben fahren mehr. Jawohl. Auf Tauchstation. Mal ihn überholen. Legen Sie den Kurs an! So. Jawohl. Noch ein Stückchen. So. Tauchstation. Auf Seerohrtiefe gehen! Der ist an der Karte, der kann ja gut, er kann auch ein bisschen schlafen. Torpedos aufwärmen, ja. Zu Befehl. Ventile macht er. Funker muss mal wieder aufstehen. Hat er was zu tun hier? Was, vollständige Karte nicht verfügbar? Stimmt doch. Stimmt überhaupt gar nicht. Ding, das. Kapitän, Herr Kaloy. Das kenne ich auch noch nicht. Na gut. Abfangkurs berechnen. Zu Befehl. Herr Kaloy. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Abfangkurs berechnen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wechseln auf E-Motor. Ja, das wird nix, wenn wir so langsam fahren. Und. Ja, es wird geladen. Wir sind auf jeden Fall in der Nähe. So, mal gucken. Kleine Gruppe. Oh, sind. Ah, da sind welche genau dazwischen. Müssen wir mal hochfahren, wir sind schon wieder. Zu Befehl. Ganz blöd hier. Ganz blöde Stelle. Müssen ein bisschen aufholen. 9, 10 Knoten. So fahren wir also. Also noch langsamer geht's ja kaum. Das ist ein bisschen übertrieben langsam. Also das, ich hoffe, dass die das auch nochmal ändern. Aber wenn Kriegsschiffe in der Nähe sind, trotzdem, dass das ein bisschen zügiger geht. Zumindest ein bisschen schneller. Das ist ja fast wie, ja, wie Zeitlupe, wenn ich da zugucken würde. Ah nee, es hat nur geladen. Ich wollte schon gerade sagen. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Ja, okay. Ah nee, wir sind gerade wegen offener, ja. Jetzt ist es wieder langsamer, weil wir jetzt wieder näher dran sind. Genau. Das ist die Frage, jetzt sehen wir es ja natürlich nicht. Im Moment. Können wir ihn mal kurz da dran stellen. Ich glaube nicht, dass er was sehen wird. Ne. Das ist auch Nacht, da ist auch kein Wunder, dass wir da wenig sehen. Kapitän? Nee. Bestätigt. Wo ist Licht? Bitte. Herr Kaloy? Dann sehen wir auch etwas mehr, zumindest ein bisschen. Sehr schön. So. Mal gucken.
Na gut, so viel sehen wir doch nicht. Legen Sie den Kurs an. Ah, ja gut. Das wird jetzt erstmal eine Weile dauern, bis wir wieder da angekommen sind. Das ist halt wirklich immer wieder nervig. Die Geschwindigkeit, die frisst so unglaublich viel Zeit. Deswegen wundert mich das auch gar nicht, dass das Spiel, sag ich mal, schlecht für Let's Plays sind. Also es ist ein unglaublicher Zeitfresser. Das frisst wirklich sehr viel Zeit. Für einen Livestream geht's noch. Selbst da. Also dann kommt immer natürlich darauf an, wie viele Zuschauer zugucken und wie viele schreiben. Wenn natürlich viele schreiben, dann hat man da immerhin nochmal, kann man sich noch unterhalten und ne, da geht das noch, finde ich. Aber jetzt hier so ein Let's Play, ja, ist halt ein bisschen blöd immer. Weil das kostet wirklich sehr viel Zeit. Und keiner will hier, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten nur hier auf das Bildschirm hier starren, wo einfach in dem Moment einfach nichts passiert. Das will einfach keiner. Das kann ich auch eigentlich auch gut nachvollziehen. Das ist einfach nicht, passiert halt nichts, ne? Man fährt halt auf der Karte. Da müssen wir mal was machen dagegen. Herr Kaloy? Das kann er, nee, der macht das nicht. Herr Kaloy? Der wieder da weg. Macht er das mal? Der kann er mal. Nee. Das lassen wir mal weg. Davon haben wir ja nicht viele. Von den Dingern, die. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ah ne, hier sind die gar nicht drin. Ah, jetzt hat er es wieder abgebrochen. Nein. Jetzt zurück. Sehr wohl, Herr Kaloy. Mal das Ding an. Sonst geht's gleich los mit einem Versteckungskram. Okay. So angemacht, sehr gut. Sieht's hier aus. Das Wasser ist alles soweit gut. Keine Probleme. Okay. Ah, bei mir ist auch schon 22.18 Uhr. Wir sind noch viel zu weit weg, ne? Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu penibel gewesen. Können wir mal auftauchen, das ist viel zu weit weg. Sehe ich jetzt erst. Wechseln auf Dieselmotor! Kurs setzen. Ich sehe gerade, das sind ja 10 Kilometer. Und das sind die 1 Kilometer Striche. Also wir sind noch sehr weit weg. Daher lohnt sich das nicht, zu lange unter Wasser zu bleiben. Schneller! Oh, warte mal, Kapitän?
brauchen wir ja gar nicht mehr. Herr Kaloy? So, unnütze Strom. So, jetzt geht's aber etwas schneller. Ja. Ja, wieder offene See. Neuer Befehl, ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, jetzt ist die Frage, wo fährt er lang da? Mal ganz kurz. Halt, nee, wir müssen ja die Geschwindigkeit beibehalten. Sehe ich das nicht? Ah, das ist halt auch ein bisschen blöd gemacht. Er fährt. So. So. Okay, da wo er ungefähr ankommt, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Was sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt... Feindliche Flugzeuge auf 11 Uhr. 1, 2, 3, 4, okay. Wir sollten auf jeden Fall mal tauchen. Es kommt eh gerade ein Flugzeug. Es würden bestimmt viele gern sehen, wenn wir das Ding von Himmel holen. Aber die Garantie ist auch nicht immer, auch wenn man da flackert. Ich habe ja eine Aufnahme gemacht, wo ich beim allerersten Mal das Flugzeug runtergeholt habe. Aber man muss wiederum sagen, nach wenigen Minuten später kam noch ein Flugzeug, was ich nicht aufgenommen habe. Und das hat mich halt versenkt. Da haben sie auch drauf geschossen ohne Ende und die haben es einfach nicht geschafft zu treffen und es kam genau in der perfekten Richtung, wo mich das ohne Probleme gut anvisieren konnte und ja, ein Schlag und dann war ich sofort down gewesen. Also wirklich ein Schlag, das hat wirklich nur kurz geknallt und dann war er mal weg gewesen. Deswegen habe ich das extra nicht in die Aufnahme genommen. Wechseln auf E-Motor. Da sind sie auch schon. Sie steigen gerade auf E-Motoren um, das heißt, wir sind schon unter Wasser. Mal ein bisschen beschleunigen. Schneller, schneller! Die dürften uns eigentlich noch nicht sehen. Wer sieht denn uns hier schon wieder? Wenn, dann ist es das Schiff, was uns sieht. Wir sind mitten in der Nacht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, ungefähr 6 Kilometer, wo er uns schon gesehen hat, das Flugzeug. 6 Kilometer. Das kann mir doch keiner sagen, dass aus 6 Kilometer ein Flugzeug mitten in der Dunkelheit das U-Boot sieht auf dem Meer. Das kann mir doch keiner erzählen. Das kann mir doch gar keiner erzählen. Die sind natürlich, jetzt kommen die natürlich hierher. Es kann passieren, dass sie uns sehen vielleicht. Von oben. Weil wir tun ja auch so ein bisschen, sag ich mal, reflektieren. Und wer ein gutes Auge hat, könnte das vielleicht sogar von Himmel aus sehen. Ich sehe den im Moment noch nicht. Der ist aber... Ne, er ist vorbeigeflogen. Er hat gerade gewendet noch hier. Okay, gut. Dann hat er uns nicht gesehen. Dann war es wahrscheinlich doch der Frachter, der uns gesehen hat. So, jetzt kann er mal schon mal daran. Nochmal nachgucken, dass auch wirklich alles soweit stimmt. Haben sie die Luke zugemacht. Ganz wichtig. Ja, sehr schön. Der qualmt seine Zigarette. Sehr gut. Dann ist ja alles gut. Dann können wir weitermachen. So. Langsamer.
Hä? Oh, die waren doch nicht da. Wir haben es sehr stark verpeilt. Das war zumindest der Funker gewesen, der das sehr stark falsch eingeschätzt hat. Oh. Oder sind die. Oder das kann auch möglich sein, die haben uns wahrscheinlich gehört. Und haben dann. Ja, genau, fahren dann zickzack und haben vorher nochmal ein Stück ihre Position gewendet, also verändert. Ah, verdammt. Legen Sie den Kurs an. Das ist nicht schön. Dass wir das jetzt noch schaffen. Ich würde am liebsten wieder auftauchen und nochmal fahren, aber dann werden die uns auf jeden Fall sehen. Das bringt ja auch nichts. Fahren auch kein Zickzack mehr, die fahren wieder normal. Das heißt, die denken wohl, wir haben aufgegeben. Was natürlich nicht stimmt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Versuchen wir mal, die irgendwie abzuschneiden. Im Weg. Ah, da weint schon wieder einer. Wieso weint da einer? Aber einen Nervenzusammenbruch hat ja keiner. Apropos Toilette, hat die ihn? Nö. Hat keinen Bonus, schade. Der hier ist auch schon wieder an Schlafen. Da kann er auch wieder schlafen gehen. Aber das bringt nichts, wenn er so halb verpennt da dran hängt. Das hat keinen Sinn. Legen Sie den Kurs an. So, jetzt drehen wir mal rein. Wir sind weit genug vorne. Langsamer. Langsamer. So, lassen wir uns nochmal kommen. Kurz Stopp machen. Ah, da hat einer doch einen Nervenzusammenbruch bekommen. Das macht mal bitte. Ne, der Captain soll schießen. Kapitän? So, sehr wohl, Herr Kaloy. Es ist nicht schlimm, dass er gerade einen Nervenzusammenbruch hat. Steht hier Herr Kaloy? Ups. Das wollte ich gar nicht. Steht da einer? Nee, ne? Nee. Ich dachte schon, da tut einer schlafen wieder. Was mir auch noch einfällt, für die neuen Zuschauer, sei leise, sie könnten uns hören. Ich habe unten in der Beschreibung wir ist na, werden alle sterben. Ist na, das sind alle Videos drin, auch von den Livestreams und sowas und auch die ganzen anderen Videos von U-Boot. Und wenn ihr die noch nicht geschaut habt, guckt auf jeden Fall mal rein, ist auf jeden Fall interessant. Da sieht man einiges, was man schon in den letzten Wochen schon erlebt hat. Und freigeschaltet hat und auch Flakgeschütz und alles. Das volle Programm. ja. So. Das sieht soweit gut aus. Oh, das. Ja, genau. Der kann mal das machen. Der macht auch mal Torpedos wärm. Der kann mal einen Kaffee trinken. Der hat nur einen Kaffee da drin, aber irgendwie benutzt er den manuell. Automatisch auf jeden Fall nicht. Das ist aber wirklich eine Ausführung. Jawohl. Oder muss ich das hier reinmachen? Jawohl. Was macht er jetzt? Okay. Was hat er gemacht? Zu Befehl. Nimm da mal ein Schlückchen. Zu Befehl, Kaloy.
Ja, gut, alle drei kann man natürlich auch machen. Ist auch kein Problem. Erstmal Koffein-Schock bekommen. Aber das hat nichts gewirkt, ne? Alle drei. Nee. Na gut, ist auch noch nicht so ganz buggy-frei halt. Oder nicht richtig irgendwie gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es noch nicht so richtig, wie es eigentlich gehen sollte. Oder man darf nicht hintereinander so schnell Kaffee trinken. Ei, ei, Herr Kaloy. Bestätigt. Oh, jetzt sind die drei sogar wieder da gewesen. Kommen die wieder von allein zurück? Mal gucken. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, da sind sie wieder. Sehr merkwürdig. Und der Kaffee hat zum Beispiel gar nichts gewirkt. Eben. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Der hat was gewirkt, okay. Dann noch mehr. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl. Der hat zum Beispiel nichts gebracht. Merkwürdig. Ich weiß nicht, dass er eine gewisse Zeit. Also man eine gewisse Zeit warten muss, bis es erst wieder eine Wirkung hat. Oder nicht. Keine Ahnung. So, das sind sie auch schon. Der Captain kann mal ran an Rohr. Wir hätten eigentlich schon längst. Jawohl. Berechnen können. Habe ich vollkommen vergessen. Daran merkt man schon wieder, dass man da beide nicht mehr gespielt hat. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer ist denn noch mehr. Der ist der Erste, der ist der Dritte, der Zweite, der Dritte. Welcher ist natürlich, ist jetzt die gute Frage, ne? Ich würde einfach mal sagen. Hä? Wie können sie nicht untersuchen? Frachtschiff-Transporter, wer ist denn das hier? Der ist aber nicht bei uns, ne? Ne, der ist da hinten. So können wir den nicht. Herr Kaloy? Was mit denen hier? Kann auch nicht. Na klar, warte mal. Kapitän? Ach Gott, Leute. Ich bin komplett raus aus der Sache. Genau, das machen wir am besten alle zwei, dann geht's schneller. So. Jo, genau, 44, 47, 48, 76, oh mein Gott. Vielleicht haben wir 100. Kurs setzen. Müssen doch nochmal hochfahren. Und der kann nochmal an die Motoren. Kann weiterhin die Torpedos aufwärmen. Mal kurz checken, alles hier drin in Ordnung ist. Hier ist Wasser. Ist aber alles okay noch. Rote Lampe ist auch an. Dann sehen sie besser. Dann Herr macht Kaloy. Er mal bitte das, den Ventilator an. Ah ne, warte mal. Bevor das macht, geht er kurz hier hin. Holt sich davon eine. Ei, ei, Herr Kaloy. Bestätigt. Dann macht die da rein. Und aktivieren. Sehr gut. Jetzt kann er eigentlich nur noch. Ja, was kann er machen? Kann man von mir schon in die Karte gehen. So, wo sind wir denn hier? Oh ja, wir müssen mal nochmal etwas Vollgas geben. Sieht hier aus, 100%, sehr gut. Herr Kaloy? Genau, 100% hat der. Kann er schon mal den anderen schon mal irgendwie sehen. Dann können wir uns um den hier. Torpedos. Rohr 1, bewässern! Rohr 3, bewässern! Rohr 1, bewässert! Rohr 3, bewässert! Bestätigt!
Wir haben ihn im Visier. Los! Los geht's. Stehen. Ja, schräg ist okay. Die Schräge müsste soweit passen. Aber ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich der hier ist. Oder auch nicht. Das sind zwei gleiche. Die hier. Das ist ein ganz großer. Der könnte... Ja, der ist bewaffnet. Er hat einen Schutzturm auf dem Dach. Auf dem... Und vorne auch. Oh ja. Der ist gefährlich. Den hätten wir eigentlich als erstes ausschalten müssen. Aber wir sind eigentlich weit genug entfernt, dass er eigentlich nicht wissen dürfte, wo wir sind. Selbst wenn wir den jetzt treffen, dürfte er trotzdem nicht wissen, wo wir sind. So. Dann kann er mal schon mal gehen hier. Dann lassen wir mit dem mal kurz außer Acht den anderen. Und nehmen erst den geschützt. Den hier erst im Visier. Ich weiß schon gar nicht, wie lange die Folge hier schon wieder geht. Wahrscheinlich mal wieder länger als geplant, aber hey. Schwere Schäden am Rumpf. 20 Sekunden. Oh, das sieht gut aus. Hat aufgehört zu fahren, das ist schon mal gut. Die sind, ja, die gehen alle vom Bord. 10 Sekunden bis Einschlag. Was? Nee, ich dachte. Ich dachte, wir hätten jetzt ein deutscher Frachter. Aber ich glaube, nee, das ist ja. Der Aal ging daneben, Norwegen. Herr Kaloy. Oder ist das Norwegen oder Schweden? Nee, Schweden ist ja das hier. Das ist Schweden, das ist Norwegen. Verstehe ich so nicht, warum wir Norwegen angreifen. Wir sind doch. Wir haben doch Norwegen eigentlich. Oder? Weil es sind zumindest mit denen noch befreundet, glaube ich, ne? 41 hat Deutschland, glaube ich, Norwegen noch nicht eingenommen. Ach, keine Ahnung. Bin mir jetzt da nicht so sicher. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Der Torpedo ist wohl daneben gegangen. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ist ja meistens so. Kapitän. Dass der zweite daneben geht. Gut, dann lass mal den mal kurz außer Acht. Nimm den hier mal im Visier. Kann die überhaupt noch? Rohr 3 geladen. Ja. Gut, geladen haben sie auch. Bitte aufwärmen. Genau. Wie sieht's aus, Captain? 97, sehr gut. 98, 99 und 100. Das sind wir. Gut, alles sehr gut. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Langsamer. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Bewässern. Tu mal Einzelschuss abgeben. Erst tu mal mit einem treffen, dann an die nächsten. Manchmal trifft ja auch der zweite ja auch. So ist ja nicht. Komm, wir versuchen nochmal einen zweiten hinterher. Direkt. Das war da richtig einen erwischen. Fertig. Ist ja auch schon wieder, ich habe das Luft, den Ventilator schon vergessen auszumachen. Los! Los geht's. Kostet auch alles Strom und das nicht wenig. 30 Sekunden. So. Sieht. 20 Sekunden. Ja, sieht gut aus. Da sind sie. Ich weiß nicht, dass man das immer aufschließt, wenn man so direkt sieht. Da kommt er und
Ah, Mimale, schade. Ist er stehen geblieben? Oder fährt er immer noch weiter? Wo ist der andere? Da. Weil der vordere, der letzte, der wird halt immer ein paar Zentimeter, Meter, ja, Meter sind das ja, weiter vorne berechnet. Man sieht es auch hier. Oh, er ist brennt, sehr gut. Feuer ist immer sehr gut. Kann schon mal. Herr Kaloy? Ja. Den hier schon mal weiter berechnen. Torpedo ausrichten. Hier kümmern wir uns immer noch um den hier. Ja, er braucht auf jeden Fall noch einen. Hier ist sogar zwei noch. Machen wir noch mal zwei Stück rein. Dann wurde auf jeden Fall unerwähnt. Los! 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ja, die wissen auch nicht, wo wir sind. Deswegen können sie nicht schießen. Oh, das Feuer ist noch nicht raus. Aber er hat aber auch nicht so viel Schaden bekommen. Aber durch das Feuer, man sieht's, er geht trotzdem langsam zugrunde. Werden wahrscheinlich auch die zwei Torpedos aufheben können. Einfach mal ein bisschen Geduld. Wäre von allein untergegangen. 10 Sekunden bis Einschlagen. Die müssen jetzt eigentlich aufhören zu fahren. Die müssen eigentlich mit dem Boden. Okay. Und der andere? Kapitän? Herr Kaloy? 93, okay. Torpedokurs berechnen. Jo, wir haben ihn auf jeden Fall jetzt diesmal. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Das war bestimmt auch der, den wir versenken sollen. Aber noch einen haben wir ja. Was ist eigentlich mit dem hier? Der hat immer noch überlebt. Aber dann nicht mal lange. Da werden wir uns noch drum kümmern. Sind schon fast an ihn dran. Hier sind wir. Achso, vorgewärmt ist noch nicht. Rohr 3 geladen. Rohr 1 bewässern. Und 100 haben wir auch. Rohr 1 bewässert. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Jawohl. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Man hat ihn halt gut erwischt. Oh ja, endlich habe ich das auch mal geschafft. Ihn zu zerteilen. Das ist mir bisher noch nie passiert. Weil das so schön aussieht, muss ich mal ganz kurz ein Foto machen. Weil ich habe schon wieder vergessen, Samtmehl zu machen. Dann haben wir wenigstens was zu sehen. So, mal ordentlich positionieren hier. Zack. Sehr schön. Der andere ist schon weg, der große. Okay. Dann haben wir den auch. Und jetzt kommt eigentlich nur noch er hier. Dann müssen wir mal... spät haben wir es, 3.40 Uhr. Wo sind die anderen? Die sind hier hinten. Ups, das war meine Katze gewesen. Die macht schon wieder hier Knöpfe drücken. So, Tastatur meine ich halt. ja, da müssen wir jetzt mal eine Schleife machen, eine Schleife fahren. Geht mal wieder an die Motoren, erfüllt sie. Alles soweit gut. Wir haben noch 1, 2, ja noch 4. Vielleicht haben wir auch noch einen fünften mal sehen. Und damit den hier fertig ist.
Rohr 4 geladen. Ja, wir haben noch einen fünften. Sehr schön, haben noch 5 Torpedos. Rohr 1 geladen. Wo sind die anderen? Da hinten. Sind aber auch gar nicht mal so weit weg, ne? Komm, wir lassen die mal weg. Die hier sind lukrativer, gerade. Komm, direkt zu uns. Wieso soll man nicht die auch mitnehmen? Der hier, der eine, der steht sowieso nur da herum und macht nichts mehr. Angeblich wäre er auch zerstört, ne? Auch wenn er noch oben schwimmt. Wo soll er denn hin? Was ist das? Naja, gut, egal. Nehmen wir mal hier. Das ist ein falscher Balkan. Fährt so circa hier so ungefähr hin. So Pi mal Daumen. Ja, könnte ungefähr hinkommen. Brauchen wir eigentlich gar nichts mehr zu machen, außer langsamer warten. Fahren direkt hier lang. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Boah, ist das schon wieder heute warm, ne? Das ist eine Hitze um diese Uhrzeit, ey. Wir haben fast Mitternacht. Und es ist trotzdem noch so heiß. Schneller, schneller! Zu Befehl. Langsamer. Wir können schon mal berechnen. Kapitän? Das vergesse ich schon wieder. Was ist denn hier los? Das ist irgendwie komisch. Torpedokurs berechnen. Das ist jetzt egal mit dem Feigling. Herr Kaloy? Kann der sich hier drum kümmern? Wo ist er denn? Wir werden alle sterben! Zu Befehl! Bist du ver- Zweiten. Torpedokurs berechnen. Ah, shit, das hier ist blöd. Sehe ich nicht. Oder sind das? Jetzt bin ich verwirrt. Ne, warte mal, das sind die, die untergegangen sind. Genau. Und das hier sind jetzt die, die gerade kommen, die hier. Problem ist aber, das sind 3, sehe aber nur 1,5. Das ist auch neu. Hier sehe ich leider die Prozente nicht. Das heißt, ich muss jetzt nach Gefühl gehen. Wo sind eigentlich hier die Prozente hin? Was ist denn hier los? Torpedokurs berechnen. Ah ne, die sind noch da. Na komm, dann nehmen wir den hier mal mit. Rohr 3, bewässern! Was sind sie denn da? Rohr 2 fertig! Rohr 3, bewässert! Los! Ups, das wollte ich nicht. Herr Kaloy? Das ist natürlich Torpedo, die Frage. Torpedokurs berechnen. Wo ist der dritte hin? Ist wahrscheinlich hier hinter oder irgendwo anders.
Ah, das ist doch. Ja, den dritten kann man so nicht anvisieren, außer so hier. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber man sieht halt nicht die Prozente. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 10 Sekunden bis Einschlag. Oh, der geht daneben. Der zweite geht natürlich mal wieder daneben. Einer hat nicht gereicht. Ich finde das so blöd immer, dass ich kann keine Salven schießen, also mehrere hintereinander abschießen, weil jedes Mal, wenn das Boot sofort schlagartig bleibt stehen, was überhaupt gar nicht machbar ist. 6 Knoten muss erstmal runtergefahren werden. 6 Knoten könnte ich von einer Sekunde auf die andere auf Null stehen. Und gleich gar nicht auf dem Wasser. Los! Das ist halt. Ah, das nervt mich ein bisschen gerade. Aber wenn du schon den ersten abgeschossen hast, also immer einzeln schießen tust, ist wiederum das Problem, dass dann sofort alle wissen, oh, da ist ein U-Boot. Und dann fahren wir mal zickzack. Und schon ist dein Plan hinüber. Das heißt, dann musst du jedes Mal versuchen, wenn sie in Zickzack fahren, trotzdem die abzuschießen. Manchmal geht's, manchmal nicht. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Oh, der könnte aber vielleicht in den hier reingehen. Oder? Oder geht er an ihm vorbei? Oh, das wird eng. 20 Sekunden. Das wird eng. Nee, warte mal. Das ist doch den, den wir da eben abgeschossen haben. Hä, der ist doch runtergegangen, der da. Da kommt er und er erwischt ihn. Wo ist denn jetzt der zweite hin? Ah, hier ist er. Minimale Schäden. Das war aber jetzt nicht der, der an ihm vorbeigefahren ist, ne? Nee. Kann ja nicht sein. Er kommt hier schon ein bisschen durcheinander. Kapitän? Ne, warte mal, das ist. Der hier. Genau. Schneller, schneller! Ist der. Ist dann der? Der ist dann der letzte, den wir noch nicht haben. Das kann man neu machen. Kümmern wir uns immer noch um den hier. Jetzt haben wir nur noch zwei Torpedos. Nicht schön. Wird bestimmt nicht reichen. Oder wird er von alleine untergehen? Mal beobachten. Okay, er geht von alleine unter. Okay, gut, dann machen wir hier nichts. Dann lassen wir den Ruhe. Dann hammert den auch. Ja, der ist untergegangen. Sehr gut. Torpedokurs berechnen. Das wäre schön, wenn das markiert wird oder irgendwie. Ja gut, es wird ja schon markiert, wenn es untergegangen ist. Aber manchmal, zum Beispiel, ja gut, der ist noch nicht untergegangen. Der hier angeblich wäre untergegangen, aber ist trotzdem noch irgendwie da. Bei den anderen genau das gleiche Problem auch hier. Wo ist denn das hier? Und das war der hier genau. Den wir vorhin hatten. Geht ja immer noch runter. Ne, es hat auch. Ne, es hat aufgehört. Sind die vom Schiff gegangen? Ne, sind sie nicht. Sind immer noch auf dem Schiff drauf. Sind natürlich der, dass die hier sind natürlich jetzt im Weg, also der. Die sind auf jeden Fall runtergegangen, ja. Oh, da ist was fallen gelassen. Okay. 57. Hat schon wieder einen Panik, einen Nervenzusammenbruch. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Luft haben wir noch, reicht auf jeden Fall aus. Rohr 4,
Bewässern! Jetzt zieht er rüber, ne? Rohr 5 bewässert. Muss mal kurz warten. Rohr 4 fertig. Jetzt zieht er wieder darüber. Okay, jetzt zieht er darüber. Los! Und los geht's. Sekunden. Treffer. Sehr schön. Der zweite kommt schon. Treff ihn. 10 Sekunden bis Einschlag. Ja, er geht auch rein. Minimale Schäden. Ah, ernsthaft, minimale. Aber er geht, wie es aussieht, unter. Ne? Geschützt hat hier keiner ein Geschütztor. Die ja auch nicht, ne? Ne. Ne, die haben ja eh die Schiffe verlassen. Dürfte eigentlich nichts passieren. Wie sieht's denn jetzt mit denen aus? Wurde untergehen oder nicht? Tut sich auf jeden Fall. Nee, die haben das Schiff verlassen. Wechseln auf Dieselmotor. Ja, dann heißt ja eigentlich, wir haben das Schiff ja eigentlich noch nicht versenkt, ne? Nicht direkt. Aber er geht ja nicht unter. Da sieht doch irgendwas. Nö, er füllt sich nicht mehr mit Wasser. Gut, dann müssen wir halt manuell mal drauf schießen. Das macht natürlich er. Schütz mit drei Mann. Gucken wir mal zu. Was kann man schließen? Er kann schlafen gehen. Herr Kaloy. Ist hier mit dem Funker? Zu Befehl. Ah, warte mal, bevor schießen tut. Den anvisieren. Also wissen tut, dass er ihn beschießen Mach soll. Mach sie fertig. Herr Kaloy. Mach sie fertig. Los geht's, viel Spaß. 81.000. Sehr schön. Das war gut. Munition, bitte sparen. Er brennt eh schon. Langsamer. Jo, er ist untergegangen. Ja gut, ich würde mal sagen, mache ich mal hier Schluss. Wir haben schon wieder 23 Uhr. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Mal wieder eine neue Folge mal zu sehen. Es hat sich leider bisher sich soweit nichts verändert. Dass man irgendwie was Neues zeigen könnte. Ja, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt oder auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen und wir hören uns beim nächsten Mal. Oh, meine Katze, was machst du hier? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.